Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Ich wurde gefragt, wie man verschiedene Zeiten oder Zähler in einem Meldetext darstellen kann. Denn wenn ich ganz viele von denen habe, dann wird mein Display irgendwann zu klein. Klar kann ich Menü machen, aber da war eben die Frage, wie das funktioniert. Will ich kurz zeigen. Ich habe mir jetzt also hier vier Eingänge genommen und ich habe mir vier Einschaltverzögerungen genommen. Wenn der erste Eingang jetzt aktiv ist, sieht man, dass die Einschaltverzögerung jetzt einfach runterläuft. Wenn ich jetzt den nächsten oder den dritten nehme, dann sieht man, dass der Wert hiervon angezeigt wird. Das funktioniert natürlich nur in dem Fall, wenn natürlich nicht mehrere Eingänge gleichzeitig an sind. Wäre das der Fall, dann sieht man, dann würde die Zeit hier ganz einfach nicht mehr stimmen. Genau. Wie funktioniert das Ganze, will ich ganz kurz zeigen. Ist ziemlich einfach. Im Prinzip nehme ich eine arithmetische Anweisung und führe die Ausgänge jeweils auf einen P1, P2, P3 und lass mir das im Meldetext hier anzeigen, nämlich AQ verstärkt. Und dann habe ich im Grunde genommen immer die Zeit auf dem Meldetext, was hier gerade bei der arithmetischen Anweisung angezeigt wird. Wie gesagt, das geht natürlich nur, wenn nicht alle gleichzeitig an sind. In dem Fall ist ein Treppenhauslicht und da kann nur eine von diesen vier Zeiten an sein. Deswegen ist es da möglich. Möchte ich mehr als vier haben, müsste ich mir logischerweise die arithmetische Anweisung klonen oder kopieren, wie auch immer. Und müsste die dann natürlich von zwei Stück zusammenführen. Müsste also hier jeweils zwei nehmen und müsste dann hier drauf gehen. Genau, dann könnte ich jetzt auch hier natürlich mehr anzeigen. Wie gesagt, hier ging es um ein Treppenhauslicht, wo nur einer dieser Eingänge aktiv sein kann. Und deswegen funktioniert es hier. Besteht die Möglichkeit, dass zwei gleichzeitig an sind, funktioniert es nicht mehr. Dann müsste man sich was anderes noch überlegen. Aber ich glaube, so würde das hier funktionieren. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wenn nicht, melde dich einfach nochmal. Aber so im Prinzip sollte es tun.